Ja, dann darf ich alle recht herzlich begrüßen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer aus unserem Trading Floor in Frankfurt. Oh, und wir kommen zu unserem letzten Handelstag in dieser Woche, die doch recht dünn ausgefallen ist. Zumindest was die Entwicklung hier bei uns im deutschen Aktienindex betrifft, eher ein bisschen leicht auf Konsolidierungsphase. Zwischenzeitlich hatten wir ja neue Rekordhöchststände im Bereich der Marke knapp bei 14.190 Punkte auf der Oberseite gesehen. Ja, und in den letzten Handelstagen dümpeln wir etwas leicht unter der Marke von 14.000 Punkten. Allerdings jetzt gerade aktuell die Bewegung, arbeiten wir uns so langsam, aber sicher in Richtung der 14.000er Marke. Es gibt ja mit unter anderem heute noch den Verfallstermin, der kleine Hexensabbat, so rum, wo durchaus noch ein bisschen Volatilität entstehen kann. Ja, ansonsten unser Zertifikate-Trade des Tages, es geht um die Warta-Aktie. Hier stellen sich natürlich auch sehr viele Trader und Anleger die Frage, wann wieder die Trendwende kommt, nachdem wir ja doch die letzten Tage etwas kräftig korrigiert haben. Und hierzu wollen wir mal auch direkt einen Blick in die Charts werfen. Fangen wir mal direkt an mit dem DAX selbst. Nach wie vor bewegen wir uns also über der Marke knapp von 13.700 Punkte. Das ist nach wie vor sehr positiv zu bewerten. Man darf nicht vergessen, wir sind schon seit Anfang November, Ende Oktober relativ steil nach oben rausgelaufen, respektive neuer Rekordhöchststände, und dass der DAX jetzt nur mal ein bisschen seitwärts arbeitet und auch hier ein bisschen zur Ruhephase kommt. Es ist ihm nicht zu verübeln, aber es sollte demnach, solange wir kurzfristig über dieser Preisebene von 13,7 arbeiten, durchaus nochmal zum Test der alten Rekordhöchststände kommen, beziehungsweise auch den Trend ausdehnen. Mit zu erwähnen ist an dieser Stelle, dass natürlich der kurzfristige Trend, wenn wir unter die 13,7 durchrutschen, auch nicht ausgeschlossen wäre, eventuell die nächsten Handelswochen auch die 13.100 nochmals anzusteuern. Egal wie es kommt, selbst bei einer Konsolidierung oder Korrektur wären das wieder Einstiegskurse, die man sich da wieder zunutze machen kann, um übergeordnet in diesen mittel- und langfristigen Trend sich weiterhin bullig aufzustellen. So, jetzt kommen wir zu der Warta-Aktie. Ja, gestern sind die Zahlen soweit rausgekommen. Es sieht erschreckend aus, zumindest was die letzten Handelstage hier soweit mit den Kursabschlägen stattgefunden hat. Zwischenzeitlich, wir erinnern uns, wurde die Aktie ziemlich steil nach oben rausgesqueezed, wenn man so möchte. Die Shortseller mussten sich hier eindecken und es ging relativ schnell Richtung 180-Euro-Marke. Aber genauso schnell, wie es dann letzten Endes hochgelaufen ist, kam dann auch die Korrektur Richtung der Marke von 131 Euro. Zwischenzeitlich, man sieht das hier sehr gut, zumindest aus charttechnischer Sicht, ist, dass wir die 131-Euro-Marke bisher nicht halten konnten und möglicherweise auch nochmal weitere Bewegungstiefs sehen könnten und auch hier zu einem Trade greifen sollten. Schaut man sich jetzt noch die gesamte Markteinschätzung ein, Warburg Research beispielsweise, ja, stuft die Aktie herab zuvor von 85 auf 83. Es gibt da aber auch durchaus weitere Analysten. Kepler beispielsweise sieht ebenfalls die Aktie um 88 Euro. Das wäre schon noch eine ordentliche Korrektur auf der Unterseite. Von daher wollen wir uns den Wert, also die Aktie, heute etwas in unserem Zertifikate-Trade-Sendungsformat um 14.15 Uhr unter heavytraders.live nochmal ausführlich anschauen und gegebenenfalls auch mal Kurse raussuchen, die wir persönlich für interessant und lukrativ finden, hier den einen oder anderen Trade dann auch soweit umzusetzen. Das war es erstmal aus der charttechnischen Seite. Ja, auch hier mit erwähnt, wir haben natürlich nicht so viel Zeit. Es geht natürlich auch um weitere spannende Themen, aber Warta wird das Zertifikate-Trade des Tages heute bei uns sein um 14.15 Uhr unter heavytraders.live. Auch da werdet ihr erfahren, wie wir das aus charttechnischer Sicht bewerten und vor allem, was die Analysten dazu sagen, ob wir das ebenfalls für gerecht halten oder auch nicht oder ob man eventuell mit einem tiefen Abstauberlimit hier arbeiten sollte. Das werden wir euch dann, wie gewohnt, um 14.15 Uhr unter heavytraders.live soweit mit auf den Weg geben. Ansonsten das Zertifikat, was ich jetzt hier mitgebracht habe, da schaue ich nochmal ganz kurz hier auf mein iPad. Also ist ein Faktorzertifikat von Morgan Stanley mit folgender Wertpapierkennnummer, Marton Anton 427L. Der Briefkurs liegt im Moment knapp bei 7,60 Euro. Das Ganze hat einen Faktor 3, also Hebel 3. Und da werden wir euch nochmal ausführliche Informationen mit auf den Weg geben, respektive natürlich auch den DAX, den wir ebenfalls für euch analysieren. Und ob da ein Trade auch geplant ist, werdet ihr bei diesen zwei Werten in unserem Sendungsformat um 14.15 Uhr soweit erfahren. Das war es erstmal von meiner Seite aus. Bleibt auf jeden Fall dran. Wir sehen uns um 14.15 Uhr. Bis dahin und bis gleich.